Hallöchen, heute möchte ich euch was zu dem Sachsen-Dreier erzählen, der bei uns in Döbeln gestartet ist, gleich hinter meiner Haustür und wo wir uns einen wunderschönen Weibertag gemacht haben mit meiner besten Freundin. Und ich kannte den Lauf tatsächlich noch nicht, der wurde mir aber empfohlen und vor allem als Vorbereitung auf den 100er und das sollte landschaftlich sehr, sehr schön sein und ich muss sagen, es hat sich bestätigt und wir waren super, super happy und was uns richtig, richtig gefallen hat, war, dass der Lauf sehr flexibel ist. Man kommt einfach früh zum Start, sagt, was man ungefähr für Strecken laufen soll. Es gibt zwei verschiedene Startpunkte, also zumindest war das diesmal so, Roswein und Döbeln. Und von dort gingen die unterschiedlichsten Strecken weg, von 12 Kilometer bis 30, bis 52. Und wir wollten ursprünglich die 42 Kilometer laufen, die 30 Kilometer laufen. Und haben uns dann in Roswein spontan entschieden, weil das landschaftlich einfach so schön war und uns es echt gut ging, dass wir die 42 noch laufen. Und da waren wir echt happy drüber. Und ja, also der Tag war super, super schön und wir sind mega glücklich und können den Lauf nur empfehlen für Leute, die mal in der Gegend sind und die das erkunden. Und es ist einmal im Jahr. Genau, und das war eine wunderschöne Vorbereitung. Und das sind die Bilder dazu. Ich habe die tatsächlich nicht mehr so sortiert gekriegt, wie ich mir das gewünscht habe, weil es ist einfach schon nach 2 Wochen her. Aber ja, genießt einfach die Bilder, die Natur und ja, ich bin happy, dass wir so eine schöne Zeit mit der Pina hatten.